Wasser des Lebens, die Erfrischenden, die beleben, reinigen, heilen und heiligen. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, weswegen die heilige Stadt Rom eine Stadt der Brunnen ist, habe ich mir heute gedacht. Es gibt nirgends so schöne und prachtvolle Brunnenanlagen wie in Rom. Ich denke nicht nur an die Fontana di Trevi, sondern auch überall, auch am Petersplatz, das frische Wasser aus den Albaner Bergen strömt in Kaskaden hinab und ist sozusagen eine Art von Realsymbol für das lebendige Wasser des Heiligen Geistes, das uns eben Gott immer neu schenken will. Auch an Wallfahrtsorten spielt eine Quelle meistens eine größere Rolle. Wir denken da auch an den berühmtesten Wallfahrtsort Lourdes, wo man in der Heilquelle sogar baden kann. Und es gibt immer wieder auch Zeichen, dass dieses Wasser in Lourdes, das eigentlich ein ganz normales Wasser ist, aber trotzdem zu einer wirklichen Heilsquelle des Lebens wird. Ich selber kann mich erinnern an eine Frau Angele aus München, die keinen Sehnerv mehr hatte, einen völlig zerstörten Sehnerv und deswegen auch total blind war. Nicht? Und wie sie da in Lourdes war, hat sie dieses Wasser zu sich genommen und sie hat also Gott gedankt, weil sie irgendwie gespürt hat, da kam so ein Brennen in ihren Leib und irgendwie, sie konnte auf eben, nach langer, langer Zeit wieder etwas essen, etwas vertragen. Nicht? Und sie hat Gott gedankt und hat gesagt, wunderbar, endlich kann ich wieder etwas essen, es schmeckt mir wieder was, es geht schon wieder. Nicht? Und wie sie Gott so dankt, auf einmal fängt es da zu flimmern an und sie sieht wieder etwas. Nicht? Also die Heilquelle wird sozusagen zu einem Wasser des Lebens, ein Wasser, das uns neues Leben schenkt. Wichtig ist aber auch, nicht zu übersehen, woher dieses Wasser kommt. Nämlich, wie Ezechiel sagt, fließt das, dort strömt, von dem Altar des Tempels hervor. Und es fließt über die Südseite des Tempels hinunter in die Araber. Das heißt, das sind fast 1000 Meter, habe ich mir sagen lassen. Von dem 800 Meter hochgelegenen Jerusalem, wo es manchmal in guten Jahren auch Schnee gibt im Winter, bis hinunter, noch weiter hinunter und hinunter, zum Toten Meer, das eben angeblich 400 Meter unter dem Meeresspiegel ist. Da eben fließt dieses Wasser hinunter und es wird zu einem Strom des Lebens. Und diese, unten, wo eben das Salz ist, kein Leben möglich ist, weil es einfach nur die Sonne runterknallt und es nur Salz gibt, da beginnt dieses Leben, neues Leben zu erwecken. Und es ist genau der Ort, eben wo früher einmal Sodom und Gomorra gestanden sind, die Stätten der Sünde. Und das ist auch ein Symbol, dass die Sünde eben den Tod des Menschen erwirkt. Aber da, wo eben alles aussichtslos gestorben und verkalkt und versalzt ist, dort kommt eben neues Leben hin. Das heißt, wo man es nicht mehr für möglich hält, dort schenkt Gott sein neues Leben. Und da wachsen auf einmal auch Bäume mit wunderbaren Früchten, die auch andere Menschen heilen. Es ist letztlich aus einer christlichen Perspektive her gesehen die Seitenwunde Christi, wo dieses heilende Wasser hervorquillt. Nämlich sind es eigentlich das Blut und das Wasser. Das Wasser der Taufe, das uns reinigt, und das Blut, das unsere Schuld sühnt. Aber beides sind sie auch Quellen des lebendigen Wassers. Eben das Wasser des Heiligen Geistes, das wir eben in verschiedenen Formen und Zeichen empfangen, in Form der Sakramente des neuen Bundes. Und wir sagen, es gibt Zeichen, Dinge, die sinnenfällig sind, aber durch diese Zeichen wird Unsichtbares geschenkt. Eben das, was ursprünglich eben begonnen hat durch das Opfer Christi. Diese Sakramente und insbesondere die Buße, die Taufe, das Abendmahl, die Eucharistie, sie sind eine heiligende Gegenwart. Sie sind nicht nur eine Erinnerung an etwas, was einmal gewesen ist, sozusagen eine Gedächtnisfeier, sondern sie sind ein
jetzt und auch ein Vorausgriff auf eine Zukunft, wann alles einmal vollendet wird. Deswegen spricht auch der Hebräerbrief davon, dass das Opfer Christi noch nicht zu Ende gekommen ist. Das hat begonnen, aber es dauert noch an. Es ist jetzt unter uns gegenwärtig. Jetzt unter uns wird es auch wieder real präsent sein. Das ist dieses eigenartige Wort, Realpräsenz, das eben unseren und auch den orthodoxen Glauben wieder gibt. Wenn wir es auf Deutsch übersetzen, er ist wirklich hier, nicht? Er ist wirklich hier, unter uns. Also jetzt noch nicht, aber in ein paar Minuten. Nicht? Also, Entschuldigung, aber auch noch dahinter. Nicht? Das hat das Johannes Paul korrigiert mich. Nicht? Also er ist wirklich da. Nicht? Das ist etwas Kindliches, aber es ist wunderbar. Nicht? Das ist Jesus als das Brot des Lebens, wo er ihm sagt, wer von diesem Brot isst, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, ist das denn nur eine schöne Geschichte, die uns die Kirche erzählt, oder können wir das irgendwie verifizieren? Nicht? Können wir sagen, dass das stimmt, dass die Sakramente eine heilende und heiligende oder verwandelnde Funktion ausüben? Ist es wirklich wahr? Nicht? Wir können das natürlich nur im Glauben beantworten. Alles ist eine Sache des Glaubens. Nicht? Aber naja, manchmal hilft auch die Statistik. Aber die Statistik ist auch nur relativ, nicht? Aber ich habe mal gesagt, schauen wir mal die Scheidungsquoten an, nicht? Entschuldigung, dass so immer richtig ist. Also man spricht hier von unterschiedlich. Manche sagen 50% der Ehen werden geschieden, manche sagen 30%. Allerdings, wenn die Leute in die Kirche gehen am Sonntag, dann ist es wesentlich weniger, nicht? 15 bis 20%. Aber wenn die Familie zusammen betet, ja, wenn sie das wirklich praktiziert, wie die heilige große Mutter Teresa gesagt, oder kleine Mutter Teresa gesagt hat, nicht? The family which prays together stays together. Also wenn die Familie tatsächlich zusammen betet, dann ist es noch erheblich weniger, nämlich zwischen 5 und 10%. Gut, eine absolute Garantie gibt es nicht, dass alles immer gelingt, aber trotzdem, das ist irgendwie doch ein Zeichen, dass das Leben verändert wird, nicht? Wenn wir eben sagen, ja, also viele geben viel Geld für alle möglichen zweifelhaften Dinge aus, aber hier würden sie alles umsonst bekommen, nicht? Nämlich, wenn sie auch ihr Herz öffnen, wenn wir in Ehrlichkeit und Wahrheit vor Christus mitgehen. Darum geht es auch bei der Tempelreinigung. Es ist nicht nur so, dass Jesus da ein paar Ramsbuden wegräumt, die den Blick stören, was weiß ich, das hat man ja auch in vielen Heiligtümern gibt es allen möglichen Krimskrams, aber nein, Jesus wird sehr leidenschaftlich und vertreibt die wunderbaren, lieben Tiere, die es da alle gibt und die da herumblöken und ihren Krach machen, aber trotzdem die da zum Tempel dazugehören. Und das hat einen viel tieferen Sinn, denn diese Tiere werden nicht mehr gebraucht. Sie sind überflüssig geworden. Wir brauchen keine Tiere, wir brauchen kein Blut von Tieren, nicht? Von Böcken, von Schafen, von Tauben und von Rindern. Nein, jetzt ist er der wahre Tempel geworden. Er ist, wie wir sagen, der Altar, der Priester, die Opfergabe. Und er ist letztlich auch der Tempel, nämlich den er in 3 Tagen wieder aufbauen wird. Und auch wir sind gerufen, solche Tempel Gottes zu werden, eben indem wir dieses lebendige Wasser des Heiligen Geistes, das eben auch besonders durch die Sakramente vermittelt wird, in unser Herz aufnehmen. Amen.